Einen wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle aus dem Off, meine lieben Dieselfreunde. Auch diese Folge beginnt, weil ich sitze am heimischen Rechner, schneide das alles zusammen, merke, was alles noch fehlt in den Videos, aus dem heimischen Büro. Und ja, dieses kleine Bildchen da soll im Grunde genommen so ein bisschen verdeutlichen, wie ich so dieses Truck Life empfinde. Und schönen abends von LKW setzen, Bierchen dazu, Maschine auskühlen lassen, Tag abklingen lassen und ja, dann für Schlafen bereit machen. Und das war auf einem Parkplatz, ach, irgendwo an der, glaube ich, A10 hoch Richtung Rostock. Kommt noch zum späteren Zeitpunkt, beziehungsweise in dieser Folge nicht. Das war eine andere Tour, dann etwas später wieder hoch an die Ostsee. Ich war also öfters mal dort hoch, sei es Stralsund, sei es Rostock. Und aber in dieser Folge starten wir quasi auf der A2. Ich meine, kurz nach Magdeburg hatte ich dann die Kamera eingeschaltet. Wahrscheinlich auch vorher schon. Sie hat nicht aufgenommen, keine Ahnung, weil das auch wieder so ein bisschen mittendrin ist. Und wir sind also gleich auf der A2 und ballern erstmal schön Richtung Berlin. Es geht erstmal nach Berlin rein in der Folge. Dann geht es nach, ich glaube, Ahrensfelde ist das, also nordöstlich leicht von Berlin. Und von da aus geht es dann schön hoch, erstmal Richtung Stettin und dann Abbiegung Richtung Stralsund. Also insgesamt eine wirklich tolle Tour, hat mir Spaß gemacht. Und dann insgesamt noch weiter nach Rostock. In Rostock habe ich dann nochmal Ladung aufgenommen, zurück Richtung Kassel. Und vom Pausenmanagement her war es am besten halt dann nach Ladungsaufnahme, glaube ich, gegen 14 Uhr, eine 9er Pause noch reinzubringen. Bin dann also in der Nacht dann erst Richtung Kassel gefahren, als es kühl war, und habe den Tag quasi in Warnemünde und in Rostock verbracht. Aber das ist dann auch eine eigene Folge. Ich weiß nicht, wie viele Folgen daraus werden. Lassen wir uns überraschen. Ich fange das jetzt an zu schneiden und wünsche euch mit den Videos, mit der Mini-Tour Mare Baltikum, ich denke, so werde ich es auch nennen, viel Spaß. Auf der Warschauer Landstraße nach Berlin. Habe jetzt noch die ganze A2 vor mir und sollte dann in Ahrensfelde eigentlich zuerst 14.20 Uhr. Jetzt habe ich schon wieder 20 Minuten drauf bekommen. Vielleicht mal auf den Verkehr gucken. Keine Verzögerung, was ist denn los? Ach, naja, ich steige da manchmal gar nicht so durch. Was das Garmin hoch und runter rechnet und dann nicht anzeigt, wieso, weshalb, warum. Ich denke mal, 14.20 ist durchaus realistisch, da hinten hoch, von Magdeburg aus. Ansonsten schönes Gespräch noch mit dem Staplerfahrer gehabt und das Ganze dann 20 Tonnen habe ich jetzt hinten drauf. Hier sind meine Salztablettchen. Ich fahre die gerne. Und ja, dann geht es in die Baumärkte und ich habe es schon gesagt, Baumärkte fahre ich unheimlich gerne an, entspannt. Also jetzt im Sommer zumindest sehr entspannt die Leute, wenn du entsprechend auf sie zugehst. Und immer gut zu reden, also und schnell vor allen Dingen. Du bist schnell rein und schnell raus. Aber das Beste ist nach wie vor hinten der kleine Kanister zum Waschen. Schnell nochmal nach den ganzen Ladearbeiten kurz hintergehen, Tür zugemacht. Das letzte Mal quasi mit den Außensachen in Kontakt gekommen und dann schon nochmal waschen, kurz Wasser ins Gesicht, mit dem Handtuch trocken machen. Man schützt da dann nach der Tätigkeit trotzdem hier noch ein bisschen weiter. Aber das tut schon gut. Das ist toll. Ja, so eine kleinen Dinge, die, das mag ich, das sage ich total gerne, wenn das funktioniert. Hat mich halt nur aufgehalten, weil ich diese Haltebleche halt entsprechend passend machen musste erstmal. Und aber jetzt ist alles dran. Jetzt fahren wir über die, ist das Elbebrücke hier? Ja, ne? So groß wie die ist, müsste jetzt die Elbe-Landschaft sein. Das genießen wir ein bisschen zusammen. In der Bummelspur hier. Also er drückt hier auch solche kleinen Steigungen, da
drückt er auch mit 87 hoch, also sprich jetzt die eingestellte Geschwindigkeit, hat er überhaupt kein Problem mehr mit. Okay, das ist noch ein Seitenarm, ein Kanal. Genau hier hinten, wo Enercon und so ist oder war, zur Belieferung. Und Elbe kommt jetzt gleich. Ach, guck mal da hinten, diesen Kaliberg. Ja. Wird halt nicht umsonst hier Warschauer Landstraße bzw. Rennstrecke genannt. Weiß ich, von einer von 20 LKWs hat noch ein deutsches Kennzeichen hier. Und da drüben dürfte der Mittellandkanal drüber gehen. Auf jeden Fall eine Wasserstraße. Wahnsinn, oder? Das ist Ingenieursleistung, das sind Ingenieursbauwerke, das finde ich toll, da ziehe ich meinen Hut vor. Schön, genießt das. Ich weiß gar nicht, ob ihr so viel sehen könnt, deswegen gucken wir jetzt mal hier rüber. Bitte erspart euch Kommentare von wegen beide Hände an Steuer. Also sind alles Menschen und kenne keinen, der das längerfristig macht. Zumal es nur geradeaus geht. Beim Bummel-LKW sind wir jetzt los. Das ist irgendwie so ein Sondierungs-LKW gewesen mit Sonden vorne dran. Interessant. Der nächste nähert sich von links hinten, auch auf der Rennstrecke. Der typische weiße Leasing DAF. Aber ich genieße das hier. Ich muss ehrlich sagen, ich fahre die A2 sehr gerne, weil ich landschaftlich die Börde auch sehr mag. Bin ja auch schon öfters mit dem Fahrrad mal durchgestochen. Und besonders weiter im Norden. Ich finde das sehr schön, auch gerade wenn du die Grenzstrecke, die eben das grüne Band fährst. Da gibt es auch viel Geschichte zu erzählen, viel Geschichte zu erkunden. Und dann diese endlosen Wälder im Sandboden hier, diese Panzerstrecken dann auch mit dadurch. Ich hatte ja hier weiter im Osten Brandenburg, hatte ich meine Wehrdienstzeit als Granny, Scharfschütze und ein bisschen EK. Das war ganz nett. Deswegen habe ich auch so eine gewisse Affinität hier zu dieser Landschaft und zu dieser Gegend. Für mich ist das hier Langfahren, ist immer, ihr kennt das, wenn ihr selber unterwegs seid, ist wie so ein Mini-Urlaub. Das entspannt die Seele. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Da müsste ich ein bisschen mehr Prosa, Lyrik, Poesie lesen. Also es ist wirklich Balsam für die Seele für mich, hier lang zu fahren. Auch wenn du der Verkehr, den vergisst man dabei fast. Also ohne jetzt zu vergessen, dass man fährt. Aber ich kann das hier genießen. Und ich glaube, ich kriege hier auch nicht genug, hier lang zu fahren. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Das ist ja schon seit vielen Jahren, dass ich jetzt vielleicht nicht mit dem LKW, aber insgesamt hier lang fahre. Ja, ihr wollt, warte mal, ich halte die mal so. Ja? Ich halte die mal so. Jetzt schreibt doch mal drunter, ist so besser. Mögt ihr das mehr? Kann ich euch da glücklicher machen, wenn ich die so halte oder so anbringe hier? Das ist ja fast noch das Beste, dass ich dann wirklich beide Hände frei habe. So, immer noch. Ab vor Berlin, geht gleich nach Norden hoch rein. Wir sind jetzt auf der A12. Vorher hat es mich hochgeleitet über die A10 und voll in diese Sperrung da rein. Da wird ja halt die Autobahn dann von 2 auf 1 Spuren. Das ist immer dort oberhalb von Potsdam absolut
nervig, weil du kommst überhaupt nicht voran. Weil die stehen und die tun sich so schwer. Die Autofahrer schießen immer weiter von links, links, links und ordnen sich immer früher schon nach rechts wieder ein und das staut die rechte Spur dann brutal nach hinten. Und vor allen Dingen die Leute lassen sie ja dann auch immer wieder rein. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr so schon sowas macht, dann macht doch bitte Reißverschlussverkehr und macht es richtig. Und zwar vorne am Hindernis einordnen. So funktioniert Reißverschlussverkehr. Dann kommen auch beide Spuren vernünftig zusammen. Und nicht die rechte dann auf null runtergebremst und du verlierst da 40 Minuten auf 2 Kilometer. Also sowas, ich habe da keinerlei Verständnis für. Egal, ob ich in LKW sitze oder im BKW, also das macht man einfach nicht. Das kriegst du auch in der Verkehrsausbildung beigebracht. Naja, ich werde wahrscheinlich heute noch beide Abladestellen dann hoffentlich noch schaffen, sodass ich dann nach Stralsund heute Abend noch durchstarten kann und morgen eine vernünftige Rückladung dann finde. Ja, also das hat mich echt Nerven und Zeit ohne Ende gekostet. Also wieder absolut unnötiger Nervenkrimi. Und jetzt geht es dann auch erstmal nach Berlin rein und dann einmal durch. Ihr seht es hier vorne. Und das wird auch noch super spannend werden. Aber die Mitarbeiter da wohl in Ahrensfelde, in dem Globusbaumarkt, die waren wohl super entspannt und haben gesagt, die warten auf mich. Und das ist natürlich super lieb. Ich habe auch schon überlegt, ich müsste oben noch eine unangetastete Haribo-Tüte haben. Ja, es kann ja, ich fahre schon 90, schneller geht's nicht. Der kann aber schneller, ja, natürlich. Also ich müsste oben noch eine unangetastete Haribo-Tüte haben. Das ist immer ganz, ganz nett, wenn du halt so als kleines Dankeschön noch was mitgibst. Das ist der Scania. Ich fahre jetzt 90. Aber wir können natürlich noch schneller. Auch mit kleinen Schweinchen hinten drin. Also für Ferkel sind sie schon ein bisschen zu groß. Ja. Das ist nochmal so 4-5 km/h schneller. Aber wir fahren jetzt runter. Wir gönnen ihm das auch, ne? Dass er da ein bisschen Überschuss hat. Ich hätte es auch gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es auch gern. Spätgeschwindigkeit abgebaut. Ich hatte so noch im Kopf, ich wäre leer, aber ich habe ja hinten 20 Tonnen geworfen. Deswegen muss ich jetzt mit der Betriebsbremse ein bisschen zubremsen. Scheiben und Belege sind ja im sehr guten Zustand. Aber dennoch tut es immer weh, weil du weißt, das ist Verschleiß, unnötiger Verschleiß, kostet Geld. Ja. Kostet Geld, alles kostet Geld. Danach bis zur ersten Entladeadresse. Ich glaube, die kriegen 4 Paletten. Also nicht wirklich sehr viel. Tut mir leid, ich habe es eilig.
hoffe mal, dass die rechte hier auch geradeaus weitergeht. Das sieht so aus. Aber ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und zack, zählt die Zeit mal oben.
7 Meter, dann müssen wir aber nicht durch. Das ist doch ein Käse hier. Ein riesen Käse. Drüben soll es eigentlich sein. So, ich stelle mich mal ein bisschen nach hinten. So, das 2, ja. Ich gehe mal gucken. So, war falsch, habe gewendet. Ist da einmal jetzt rechts rum, nochmal rechts rum und dann links rum. Wir werden schon ankommen. Jetzt Ruhe bewahren. Natürlich nie anhalten, ne? Spaß. Also ach, da ist es wunderbar, haben wir es geschafft. So, wir sind erstmal richtig. Jetzt wenden wir erstmal.
25 Kilometer. Aber in Berlin heißt das nicht etwa eine halbe Stunde, sondern das Dreifache. Wir sind in Berlin, Bali. So, jetzt hier mal, jetzt bin ich dran. Ups, Rollerfahrer umgenietet und Radfahrer, und was war noch drunter? Ich habe es gar nicht richtig gespürt unter der Achse. Nein, natürlich nicht. Jetzt beim Rechtsabbiegen schön auf die Fahrradfahrer aufpassen, nicht dass da was schief geht. Ja. Schön mit der Ruhe, nein, ausholen. Boah. Was haben die alle Tassen im Schrank hier? Mit dem Moped, ey. Thank you.
dann so Gedanken verloren. Also, wenigstens haben wir das hinter uns. Ich hoffe, die warten jetzt immer noch. Und dann mache ich ein Kreuzchen, wenn ich jetzt laden konnte, weil dann kann ich heute Abend noch entspannt nach Stralsund fahren. Mal gucken, was ich dann noch an maximaler Schichtzeit darüber habe. Aber eigentlich müsste ich es noch schaffen. Aber danach lege ich erstmal ein vernünftiges Päuschen ein. Das war so ein großartiger Künstler. Richtig Gänsehaut auch bei dem Lee Genie. Oder Out of the Dark. Den höre ich so gerne. Der hat auch noch so Charakter, der hat den Leuten nicht nach dem Mund geredet. Soll ich? Wir sind 8 Tonnen leichter wieder und sind jetzt auf dem Weg nach Stralsund. Schön, ich freue mich. Und mal, ich zeige euch mal die Strecke. Das ist halt sich aufgabelt rüber nach Osten, nach Polen, Stettin und nach Norden Richtung Rügen, / Stralsund. Und schöne Strecke, ach, herrlich. 242 erfüllte Kilometer liegen vor mir. Das genieße ich richtig, das genieße ich richtig. Lassen jetzt noch ein bisschen laufen, weil ich habe nur noch 2 Stunden 44 Fahrzeit, bis ich dann in die Pause rein muss und dann gleich die 9er. Und 3 Stunden 4 Minuten sind es noch, vielleicht kann ich das hier rausfahren. Bin ich guter Dinge, dass ich es bis dahin schaffe. Ansonsten ging das wieder total fix. Ich habe ganze Werbegeschenke bekommen. Das heißt, ich bin für heute Abend, kann es regnen, einen Schirm habe ich, unterschreiben kann ich auch. Schlüsselanhänger habe ich auch und was ist anderes, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und Bier habe ich auch en masse. Hinten nähert sich, ich bin schon volles Rohr hier unterwegs, nähert sich ein Scania schon wieder an. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr mit Luftdruck arbeiten. Ja, naja, aber eigentlich auch nicht. Für mich passt das schon ganz gut. Ja, ich lasse ein bisschen laufen, wenn es nachher landschaftlich ein bisschen schöner wird, nordischer, dann schalte ich noch mal rein.